Hey, hi und hallo. Hier sind wir wieder live bei der Morning Show. Mein Name ist Karin West. Falls das deine erste Episode in der Morning Show ist, dann schreib mir gleich mal Hashtag Morning Show in die Kommentare. Bist du schon öfter dabei? Dann einfach Yes, Dream Big. Du kennst das ja. Oder einfach Morning Show Lover. Die letzten Wochen und Monate waren für ganz viele von uns eine riesige Challenge. Nicht nur Lockdowns und Homeschooling, sondern auch ganz andere Dinge kamen auf. Es hat sich plötzlich gezeigt, wo die eigene Beziehung vielleicht nicht ganz so stabil ist, wo es vielleicht wirklich way, way up Potenzial gibt, um etwas Besseres draus zu machen. Hast vielleicht auch gemerkt, was sich mit deinen Finanzen tut, wie sich das anfühlt, wenn vielleicht ein permanenter Cashflow irgendwie vielleicht nicht ganz so easy kommt oder vielleicht sogar jetzt noch besser lief als vorher, was genauso der Fall sein kann. Vielleicht haben dich aber auch andere Dinge getriggert, wie jemand sagt dir, was du zu tun hast, jemand gibt dir vor, wie du denken sollst. Dieses Pro und Contra, Pro-Verschwörungstheorien und Contra-Verschwörungstheorien und all das, was irgendwie mit dazugehört. Wie schnell sich Menschen selbst in Schubladen gesteckt haben und vielleicht auch wie schnell du andere Menschen in Schubladen gesteckt hast. Und all das passiert immer wieder, weil uns gewisse Dinge triggern, weil uns gewisse Dinge emotional berühren, weil wir unsere Knöpfe haben. Und manche davon sind so riesengroß, dass wir es anderen sehr einfach machen, einfach drauf zu drücken und diese zu pushen. Für mich sind diese Trigger alles, was mich irgendwie aus der Bahn wirft, alles, was mich irgendwie reizt, alles, was mich wütend macht, alles, was mich traurig macht, alles, was mich nachdenklich macht, alles, was mich verunsichert, sind für mich einfach super schöne Augenblicke und Momente, um genau hinzuschauen, warum denn dem so ist. Einen Trigger herzunehmen und einfach nur zu sagen, oh, ich bin nun mal so, ich bin noch mal emotional, ich komme nun mal leicht in Rage, ich werde nun mal schnell wütend, sowas geht doch nicht, ja, ist einfach eine total plumpe Ausrede, die du für dich benutzt und die nichts damit zu tun hat, dass du bereit bist, weiter zu wachsen. Ich kann jede Situation hernehmen in meinem Leben und kann mich diesbezüglich als Opfer sehen. Und es ist super easy und es ist super bequem und du gehst in den Schmerz und du gehst in die Verletzlichkeit und du gehst in deine Opferrolle und wow, und wartest darauf, dass dich alle anderen diesbezüglich bedauern und mit dir mitleiden. Und bestenfalls sogar noch jemand kommt, der dich dabei rettet. Und auf der anderen Seite diese Selbstverantwortung zu sehen, in diese Selbstverantwortung zu gehen und zu hinterfragen, was habe denn ich mit dieser Situation zu tun? Was hat denn diese Situation mit mir zu tun? Habe ich dazu beigetragen, dass die Situation so ist? Und was habe ich dazu beigetragen, dass ich mich gerade so fühle in dieser Situation? Das ist die Challenge dabei. Und das ist das, was tatsächlich und wirklich herausfordernd ist an der ganzen Situation mit diesen Triggern. Weil wenn wir sie zwar wahrnehmen, aber nicht verändern, wenn wir sie zwar wahrnehmen, aber für uns selbst nicht in einen Bereich reingehen, wo ich sage, okay, will ich das jetzt mein Leben lang so haben? Will ich mich von diesem Ding immer wieder triggern lassen? Oder bin ich bereit, für mich selber da jetzt herzugehen und zu sagen, okay, da ändere ich jetzt was dran? Was für mich diese ganze Lockdown-Phase sehr klar gezeigt hat, war eben, dass ich gemerkt habe, ich habe zwar viele Reserven, ich habe mein Business, mein Leben, meinen Cashflow so aufgebaut, dass er mich total auch durch solche Phasen trägt, dass ich nicht daran zweifeln muss, kann ich sowas durchstehen ein paar Monate. Was es mir aber gezeigt hat, war, dass es mein Business an Reserven vielleicht nicht könnte. Ich privat, als Privatperson ja, aber dass mein Business nicht dementsprechend genauso abgesichert ist. Nicht, dass es in dieser Zeit jetzt für mich Gedanken gab, dass mein Business jetzt ex geht oder dass ich mein Business nicht weiterführen könnte. Ganz im Gegenteil. Aber es hat es mir einfach gezeigt, weil ich mir dachte, warum macht es mich so wahnsinnig, dass so viele Kleinunternehmer jetzt jammern, dass sie jetzt zusperren müssen, weil diese Krise kommt. Diese Krise ist nicht verantwortlich dafür, dass sie zusperren müssen, sondern
Die eigene Misswirtschaft ist dafür verantwortlich. Und das ist etwas, was kein Unternehmer hören will. Und das ist nichts, was irgendjemand hören will, schon gar nicht über sein eigenes Business. Aber das ist das, was mich dabei getriggert hat, weil ich für mich hinterfragt habe, hey, warum nervt mich das so? Warum stört mich das so? Warum tut es das mit mir, dass ich mich so fühle? Und deswegen möchte ich auch dir zurückgeben. Bereite dich vor. Sei abgesichert. Schau, was dich triggert. Auch bei den anderen, um dann zu schauen, hey, ist das bei mir auch so? Warum lösen gewisse Dinge, gewisse Emotionen bei dir aus? Wenn du beispielsweise, es gibt so viele Menschen, die haben ein Problem damit, über Sex zu sprechen und sie haben ein Problem damit, über Geld zu sprechen. Die einen reißen super coole Witze darüber und finden super, boah, die übertreiben alles. Sowohl bei Sex als auch bei Geld und auch bei dem, was sie haben oder nicht haben. Und die anderen ziehen sich einfach zurück und sagen gar nichts dazu. Und wieder andere macht das Thema total wütend, die werden aggressiv. Wie kann man über sowas nur sprechen? Sowas bleibt doch in den eigenen vier Wänden. Über sowas spricht man doch nicht, das bringt man doch nicht in die Öffentlichkeit, das geht doch niemandem was an. Und all das passiert immer aus einer gewissen Unsicherheit heraus. All das passiert deswegen, weil du dich selbst unsicher fühlst mit diesem Thema. Weil bei dir selbst irgendetwas ist diesbezüglich Geld, Sex, Beziehung, Freundschaft, das nächste Auto, das vor der Tür steht, das Haus, die Größe des Hauses, die Größe der Länge, wir wissen's. All das sind Dinge, die dich irgendwo triggern. Und sie zeigen dir auf, mit welchen Themen hast du selbst dein allergrößtes Thema. Weil du die Dinge ins Lächerliche ziehst, weil du sie total überspitzt, weil du nicht einfach quasi normal darüber reden kannst, weil etwas passiert in dir und mit dir. Und deswegen möchte ich dich einfach auf so eine kleine Challenge mitnehmen, dass du dir jetzt einfach anschaust, für die nächsten 24 Stunden, was triggert dich? Was triggert dich im Supermarkt, dass sich im Supermarkt jemand vor dich stellt? Warum triggert dich das? Warum stört dich das? Warum stört dich das, dass du das Gefühl hast, ich stehe schon wieder an der Kasse, die am langsamsten ist? Warum triggert es dich, dass dir jemand den Parkplatz weggeschnappt hat? Hast du sonst auch noch irgendwo in deinem Leben das Gefühl, jemand schnappt dir etwas weg oder kommt dir zuvor? Dass du irgendwo zu langsam bist oder die falschen Entscheidungen triffst? Warum triggert es dich, dass dein Partner vielleicht die Zahnpasta oder die Mayonnaise-Tube oder Senftube irgendwie anders zerquetscht als du? Oder offen liegen lässt und nicht schließt. Was exakt und genau triggert dich daran? Was triggert dich daran? Was macht es mit dir, wenn du in dem Film eine hocherotische Szene siehst? Was macht es mit dir? Schürt es deine Lust oder schürt es dein Unbehagen? Schau hin, was es ist, was tatsächlich da ist. Schau hin, wie es dir damit geht, wenn jemand anderer zeigt, offen und ehrlich, was er für Umsätze geschafft hat, was er erreicht hat, was er geschafft hat. Wenn jemand anderer stolz ist auf das, was er aufgebaut hat, nicht weil er es gerade geschenkt bekommen hat und selbst dann. Vielleicht hat er das Geschenk von Herzen her verdient, weil er ein unglaublich großzügiger, wunderbarer Mensch ist. Schau einfach, was dich triggert. Was triggert dich, dass die Ampel grün ist und die Person vor dir nicht fährt? Was triggert dich, wenn dich ein Radfahrer schneidet? Was sind die Dinge, die dahinter sind? Was triggert dich, dass jemand anderes den Papiermüll in der Plastiktüte weggeschmissen hat? Was ist es, was dich wirklich daran triggert? Denn so kommen wir uns selbst auf die Schliche. So können wir für uns selbst schauen, wie wir eigentlich tatsächlich ticken, was unsere Überzeugungen sind und wovon wir uns eigentlich überall steuern lassen. Je mehr dieser Trigger wir wahrnehmen und mit je mehr dieser Trigger wir auch tatsächlich umgehen, umso leichter können wir persönlich wachsen. Und umso besser kann ich mich auf zukünftige Situationen vorbereiten. Ich persönlich glaube nicht, dass wir diese Lockdown-Phase und Co. und all das drumherum schon überstanden haben. Ich denke, das dicke Ende kommt erst. Und ich will keine Panik schnüren diesbezüglich und ich will keine Panik verbreiten diesbezüglich, aber ich will, dass du vorbereitet bist. Ich bereite mich ja auch vor. Ich treffe auch smarte Entscheidungen in meinem Business. Ich gehe für mich selbst davon aus, was ist mir wichtig?
damit ich gut durch solche Situationen kommen kann? Wie kann ich mich gut darauf vorbereiten, ohne selbst in irgendeinen Panikmodus zu verfallen? Smarte Entscheidungen ist das Schlüsselwort dabei, nicht hektische und panische Entscheidungen. Aber für mich geht mein Wohlbefinden und mein Leben und wie es mir geht, das geht so weit über alles drüber, dass ich sage, okay, damit ich das sicherstellen kann, damit ich mich sicher fühle, was brauche ich denn eigentlich dafür? Und die Dinge, die du brauchst, um dich sicher zu fühlen, sind vielleicht ganz andere als die, die ich brauche oder als die, die dein Nachbar braucht oder die Person, die dir gerade den Parkplatz weggeschnappt hat oder die vermeintliche Idee weggeschnappt hat oder irgendetwas anderes. Achte einfach auf diese Dinge. Klopapier. Was triggert dich daran, dass andere Menschen so viel Klopapier kaufen? Und das habe ich mich selbst gefragt. Warum triggert mich das so? Was ist das Ding, das ich dabei nicht kriege? Warum andere Menschen Klopapier hamstern? Warum andere Menschen überhaupt irgendetwas hamstern? Wenn doch grundsätzlich alles im Überfluss vorhanden ist. Es ist dieses irrationale Denken, das mich selbst eben dann auch immer wieder belustigt, aber mir auch zeigt, wo reagiere ich vielleicht oftmals total irrational und neigt dazu, die Dinge zu übertreiben, neigt dazu, in irgendwas vollends reinzukippen, obwohl gar kein tatsächlicher Grund dafür besteht. Also, meine Challenge an dich. Schau dir die nächsten 24 Stunden. 24 Stunden, es reicht. Du wirst unglaublich viel erkennen und erleben und erfahren und über dich lachen hoffentlich. Schau dir an, was dich in den nächsten 24 Stunden wirklich triggert. Dass jemand die Dinge einfach so macht, obwohl sie nicht perfekt sind. Dass du einen Newsletter bekommst, wo ein Tippfehler drin ist. Oh mein Gott, wie kann man nur? Wie kann diese Person schon wieder etwas verkaufen? Warum geht die so oft live? Warum macht die dieses? Warum macht die jenes? Warum macht diese Person das? Schau einfach, was dich triggert. In deinem Business, in deinem Privatleben, in deinem sozialen Leben, in Bezug auf deine Gesundheit, in Bezug auf deine Fitness, in Bezug auf dein Sexleben, in Bezug auf deine Partnerschaft, in Bezug auf deine Kinder, auf alles drumherum. Schau einfach, was dich triggert und nimm's wahr. Und frag für dich bei der einen oder anderen Frage, alle wirst du nicht lösen können in 24 Stunden, aber frag dich bei der einen oder anderen, nimm dir wirklich Zeit dafür und frag dich, wow, warum triggert mich das so? Weil das hilft dir dabei, ein grundlegendes Verhalten bei dir und vermutlich ganz oft eine grundlegende Angst bei dir plötzlich aufzulösen, zu verändern und in eine ganz andere Perspektive zu bringen. Wachstum heißt, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich habe vor vielen Jahren für mich entschieden, dass ich mich immer weiterentwickeln möchte. Dieses Konzept irgendwo mit 18, 19, 20 Jahren, lifelong learning, das hat sich bei mir so eingebrannt. Ich war so fasziniert davon, dass das Lernen nach der Schule nicht vorbei ist. Dass es da erst eigentlich so richtig beginnt. Der Sinn des Lebens ist für mich im Wachstum und Weiterentwicklung. Und so schaue ich eben auch für mich, wo kann ich immer wieder wachsen und wo kann ich mich weiterentwickeln? Wo kann mein Business wachsen und sich weiterentwickeln? Wie kann sich meine Beziehung weiterentwickeln? Wie kann sie wachsen? Wie kann meine Beziehung zu meiner Tochter weiter wachsen und sich weiterentwickeln? Wie können meine Finanzen weiter wachsen und sich weiterentwickeln? Meine Fitness, meine Gesundheit, ich als Mensch, mein Wissen, meine Begabung, meine Talente. Jeden Tag so ein kleines bisschen. Und Regan Hillier hat mal gesagt, es geht nur darum, jeden Tag 2% zu wachsen. Und diese 2% finde ich schon ziemlich tough. Ich bin froh, wenn ich es in vielen Bereichen schaffe, 1% weiter zu wachsen, Tag für Tag. Und indem du deine Trigger wahrnimmst, bist du auf einem verdammt guten Weg, weil du dich einfach damit beschäftigst, weil du es nicht nur hernimmst und sagst, oh, okay, jetzt beruhig dich wieder, sondern weil du dem Ding auf den Grund gehst, weil du das Ding hernimmst und sagst, okay, hey, ja, wow, lieber Trigger, danke, danke, dass du da bist. Lass uns mal kurz reden, komm, lass uns auf einen Kaffee gehen, lass uns das mal ausdiskutieren. Warum zur Hölle tauchst du immer wieder auf und tust das mit mir? Was ist da los? What the fuck is going on here? Also, viel Spaß damit. Vielleicht waren ja da jetzt schon die ein oder andere Trigger dabei, so wie Kassa und Parkplatz, beispielsweise. Jemand kommt vor dir dran.
wo du gleich sagen kannst, oh ja, ich bekenne mich, das sind Trigger bei mir, die tun was mit mir, die lösen was bei mir aus, dann schreib es mir gleich, lass es gleich als Kommentar da. Und ansonsten freue ich mich, du weißt schon, wie immer, auf dein Takeaway. Was nimmst du heute hieraus mit? Und lass mich wissen, ob du in diese Challenge mit einsteigst, ob du mit dabei bist. Weil ich werde dich jetzt gerade auch in den nächsten Wochen und Tagen und Monaten immer wieder rausholen aus deiner Komfortzone und dir zeigen, wo deine Grenzen sind und warum es so wichtig ist, dass du sie immer wieder überschreitest, dass es so wichtig ist, warum du immer wieder aus dieser Komfortzone rausgehst, warum es so wichtig ist, dass du dich persönlich immer wieder weiterentwickelst und auch weiter wächst. Denn ja, Mindset, wenn das most und es ist und bleibt, deine eigene bewusste Entscheidung. Also, ich freue mich auf dein Feedback, ich freue mich auf dein Takeaway, ich freue mich auf deine Fragen und ich freue mich auf deine Challenge. Und komm gerne nach 24 Stunden hier zurück und lass mich wissen, was so deine Haupttrigger waren und was vielleicht daraus auch so die ein oder anderen Schlüsse sind, die du für dich ziehst. Alles Liebe, bis dann. Ciao, baba.